Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das aktuelle Unboxing von der Barbara Box für dich, die jetzt im Juni bei mir eingetroffen ist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara Box ist eine Box, die alle 2 Monate erscheint. Sie enthält Beauty- und Lifestyle-Produkte, manchmal auch so ein bisschen Deko, Fashion. Wir gucken mal, was da jetzt dieses Mal drin ist. Sie wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier vorzustellen. Und wenn du eine Box gewinnen möchtest, dann ja, schau gerne in der Infobox vorbei. Da steht nämlich, wie du eine Box gewinnen kannst, also wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Oh mein Gott. Ne? Ich darf nämlich eine Box verlosen und ja, genau, schau einfach vorbei. So, die Box ist eine sehr große Box, eine sehr schwere Box, denn die ist immer sehr, sehr prall gefüllt. Wir haben hier fast nur Full-Size-Produkte drin. Die ist einfach riesig, ne? Ich finde es total großartig. Ich mag diese Box sehr, sehr gerne. Ja, und wir haben erstmal in der Box daneben gehabt ein Magazin, das haben wir immer dabei, für 4,70 Euro. Das ist dieses Barbara-Magazin von Barbara Schöneberger. Und da haben wir halt Fashion- und Lifestyle-Tipps drin und so weiter. Und auch manchmal einen coolen Shampoo, eine Probe oder so. Sowas mag ich auch mal ganz gerne. Und ja, ne, finde ich schön, dass wir die Zeitschrift dabei haben. Manche Boxen stellen jetzt so langsam um auf Digital-Abos und so weiter. Das finde ich aber tatsächlich bei der Barbara-Box sehr passend, dass wir das Print-Magazin mit dabei haben, weil die Box ja auch aus dem, also vom Magazin inspiriert ist. Also passt das Ganze. Das ist rund. Dann hatte ich noch was daneben liegen. Das kommt mir gerade sehr gelegen. Und zwar von Volvic einen Tee mit Tee-Extrakt-Zitronengeschmack. Das finde ich gerade großartig, denn ich habe so Durst. Also echt, echt Durst. 0,75 Liter sind hier enthalten. Und ich mag gerne so Eistee oder so Wasser mit so ein bisschen Geschmack halt irgendwie drin, dass man so ein bisschen was... Ne? Prost. Deswegen feiere ich das sehr, dass wir da jetzt so ein bisschen was zu trinken auch mit drin haben. Denn auch Food und Drinks haben wir hier manchmal drin. Manche Produkte auch mit einem Augenzwinkern. Hier habe ich jetzt einmal den Deckel entfernt. Und dann haben wir hier einmal den ersten Blick in die Box. Und das ist echt, es ist super, super schwer. Wir haben hier ein Seidenpapier, was mit einem Schleifchen verschlossen ist, was ich einmal öffne. Und dann mache ich auch den Klebi einmal vorher auf. Vorsichtig, nicht vorher. Also vorher ja, aber vorsichtig. Und dann sehen wir hier das Magazin, wo drin steht, was drin ist. Vitamin C. Da gucken wir gleich mal rein, was die Boxenpacker sich gedacht haben. Noch so ein Heftchen. Okay, das ist so ein, ja, da sind Gutscheincodes drin von aktuellen Geschichten. Und ich spoiler schon so ein bisschen. Okay, wir sehen viele runde Produkte hier drin, wenn man so von oben drauf guckt. Mal gucken. Vitamin C ist natürlich toll, denn ja, ne, man sagt ja auch irgendwie immer, Blablabla ist Balsam für die Seele oder sowas. Ne? Es ist ja auch irgendwie so regenerierend. Es tut einem gut und so weiter und so fort. Das Meer finde ich auch total schön. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Aufnahme von einem Strand. Also sehr, sehr natürlich mag ich gerne leiden. Und hier vorne ist immer so ein Editorial drin, was Barbara Schöneberger denn ja verfasst hat. Und die Produkte mit Preisen, was ich gut finde. Vitamin C. Viel Spaß mit der neuen Box. Okay, diese Barbara Box trägt das Motto Vitamin C. Da das Reisen noch etwas schwer ist, machen wir es uns eben zu Hause schön. Und die Barbara Box soll dir dabei helfen, mit mit aufregenden Produkten, die sofort unsere... Jetzt habe ich den Satz verloren. Und die Barbara Box soll dabei helfen, mit aufregenden Produkten, die sofort unsere Sommergefühle wecken. So, spürbare Frische, pflegende Feuchtigkeit, leichte Texturen und besondere Hingucker. Die Produkte dieser Edition sind die perfekte Kombination für den Sommer. Dieses Mal ein besonderes Highlight, die stylische Brillenkette in verspielter Perlenoptik. Für Maske oder Sonnenbrille ist sie auch diesen Sommer nicht wegzudenken. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer Box, Barbara Schöneberger. Also... man wird gesiezt, wenn man jetzt eher so sagt, ich fühle mich jetzt eher so im jüngeren Semester unterwegs, dann ist vielleicht die Pinkbox so eine gute Geschichte. Die Barbara Box würde ich so für die Frau
ab 25 oder so empfehlen, weil hier halt auch mal Antifaltenprodukte und sowas drin sind, ne? Deswegen. Aber wir gucken mal rein, was wir hier dabei haben. Und das hier ist mir direkt ins Auge gefallen. My New Hair. Ich war heute noch im Rossmann und habe mir überlegt, ob ich mir ein Backup oder so hole, weil ich habe davon aktuell das Keratin-Shampoo, glaube ich, in Anwendung. Die Maske habe ich auch schon verwendet. Und das ist die Tiefenpflege-Haarmaske, Reparatur und Feuchtigkeit für geschädigtes, trockenes Haar mit Mandelöl, Avocadoöl und Panthenol. Und das ist so ein tolles Produkt, Leute. Ich mag diese Marke wirklich gerne und die habe ich kennengelernt durch die Boxen, die ich hier immer wieder für euch und mit euch auspacke. Und ich habe sie ins Herz geschlossen. Doch, das ist eine schöne Marke, die einfach geil riecht. Also Wahnsinn. Hat die überhaupt Parfümstoffe drin? Also ohne Silikone, Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs und synthetische Färbemittel. Okay, aber Parfüm kann hier vielleicht doch irgendwo mit drin sein. Das weiß ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Dafür müsste ich mir mal die Inhaltsstoffe genauer angucken. Aber ne, so viel dazu. Ich bin jetzt nicht so die die Inhaltsstoff-Queen. Vegan ist das Produkt und ich freue mich da sehr drüber. Das finde ich echt klasse. Richtig geil. So ein Pott voll, ne? Das nächste runde Produkt ist dekorative Kosmetik und das finde ich auch sehr schön. Von Averde Naturkosmetik haben wir einen Schimmer Rouge in der Farbe 10 Secret Rose hier drin. Und ja, das kommt in meinen Fullface Beauty Boxen mit dabei. Dann können wir das mal zusammen ausprobieren. Das sieht sehr schön rosenholzmäßig aus, aber nicht zu dunkel, weil wir auch diesen hellen Streifen in der Mitte haben. Das finde ich sehr, sehr ansprechend. Riecht das auch? Ganz leichter, zarter Rosenduft kommt hier tatsächlich raus. So cremig, rosig. Wie gesagt, kommt ins Fullface Beauty Boxen für den Monat Juni. Und ja, genau. Das drehe ich nämlich immer. Sobald alle Boxen vom Monat bei mir eingetroffen sind, setze ich mich dann hin und mache ein Schminki, nehme die Kamera natürlich mit und teile das mit euch, dass wir einfach sehen können, wie die Produkte so performen. Kommen wir zum nächsten runden Produkt. Es waren echt nur runde Produkte, die hier oben sichtbar waren. Von Cavendish und Harvey Double Fruit Drops, lecker. Da haben wir Lemon mit, also Limone oder Zitrone mit Erdbeerfüllung. Oh mein Gott. Ich bin kein Bonbon-Fan, wenn ich das mal so sagen darf. Bin ich eigentlich nicht. Weil auf der Arbeit kann ich das nicht so gut essen, weil ich da halt auch telefoniere, mit Leuten rede und so weiter. Und da mag ich das nicht, wenn ich oder mein Gegenüber oder ich, der Esel kommt zum Schluss, irgendwas im Mund hat. Sei es Kaugummi oder halt ein Bömski oder sowas, ne? Weiß ich nicht, das mag ich nicht so gerne. Aber wenn ich so zu Hause einfach vom Fernseher liege oder ein YouTube-Video gucke oder so und richtig napp auf irgendwas Geiles zu essen habe, am liebsten den halben Kühlschrank aufessen würde, dann gönne ich mir gerne mal so einen Bonbon. Und das hilft dann manchmal auch. Und gerade bei sowas ist dann ja so ein süß-fruchtiger Geschmack, vermute ich mal. Das finde ich cool, ne? Das gefällt mir. So, einfach mal, um sich selbst zu überlisten. Und Vitamin C ist ja auch, ne, dieses Wortspiel mit Vitamin C. Da dürfte bestimmt Vitamin C in geringer Dosis vorhanden sein. Wir haben hier auch echt manchmal so richtig krasse Full-Size-Viecher. Das hier ist von John Frieda Frizzies für widerspenstiges Haar. Ein Regenschirm, Starkgehalt Hairspray mit Keratin. Und das ist echt riesig, ne? 250 ml sind hier enthalten. Ich bin halt auch nicht so wirklich so ein Hairstyling-Fan. Es ist schon krass, wenn ich mir einen seitlichen Zopf mache. Also für mich persönlich, ne? Oder wenn ich mir mal hier hinten einen Zopf mache und das durchflechte und dann unten nochmal ein Haargummi reinmache. Das ist für mich schon eine aufwendige Frisur. Ansonsten habe ich hier hinten Bommel, oben Bommel oder halt Haare offen und bin dann nicht so flexibel. Und Haarspray verwende ich halt auch nicht so wirklich viel. Ist aber nicht schlimm, denn ich weiß, in meinem Umfeld verwenden viele Haarspray, zum Beispiel meine Mama oder so. Und die bekommen das dann. Die freut sich dann auch darüber. Dann habe ich hier noch mehr dekorative Kosmetik drin und das ist von Coastline 411. Ich meine, nee, ich habe von Cosart den Adventskalender schon mal aufgemacht, aber nicht von Coastline. Das sagt mir dann ehrlich gesagt dann auch gar nicht so viel. Ein Lippenstift, okay, in der Farbe 200. Schaut übrigens so aus. Das hat so eine schöne rosé-goldene Verpackung. Und eine schöne Farbe. Mit Sparkles drin. Kann ich euch mal swatchen? Schöne Farbe. Das ist wirklich eine sehr schöne, tragbare Farbe. Gefällt mir. Ist so schier, also dass du quasi so durchgucken kannst, ne? Hat so Schimmerpartikel mit dabei. Das gefällt mir. Und das sieht edel aus von der Verpackung her, ne? Deswegen, das ist toll. Das ist auch ein schönes Sommerprodukt. Passt auch zum Blush tatsächlich von der Farbgebung her. Oh, hier haben wir was drin, das haben wir öfters dabei und das feiere ich jedes Mal. Von Rotbäckchen, Konzentration 2 Schluck mit Eisen, Niacin und Vitamin C.
Und Vitamin C, ne, passt wieder zur Box. Niacin ist auch ziemlich gesund und Eisen brauche ich. Also ich muss mir tatsächlich auch Eisen immer künstlich durch Tabletten und sowas zuführen. Und dann gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich glaube, man darf auch nicht mehr als so viel wie in dieser Flasche ist, so diese 60 Milliliter pro Tag davon trinken. Eine Tagesportion an 60 Milliliter deckt die Referenzmenge von Eisen zu 50%, an Vitamin C und Niacin zu 100%. Ne? Deswegen sage ich einfach mal Prost. Und ich mag den Geschmack einfach auch gerne. Ne? Mm. Und da freue ich mich drüber. Es ist mit Kirsche wohl auch, steht da drauf. Kraftpaket. Richtig geil. Klasse. So, Wattepinu von Flora Mare. Lichtschutzfaktor 20, Sun Defense Moisturizer, eine Feuchtigkeitspflege, schützend, pflegend und feuchtigkeitsspendend. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist so ein klassisches Produkt, was man bei M. Asam oder halt im Asam Beauty Online Shop für, ich sag mal, 24,75 bekommt. Hätte ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen gesagt. Finde ich aber cool. Hier steht drauf, dass es frei von Mikroplastik, Silikon und Mineralölen ist. Und ja, Lichtschutzfaktor 30 ist ein bisschen wenig für mich. Also ich brauche schon 50. Wenn ich ganz verrückt bin, nehme ich auch mal 30. Aber 20 ist für mich einfach zu wenig. Deswegen wird es weiter wandern. Ne? Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und es passt jetzt auch. Ne? Auch dieses Gelbe. Und ja, wegen Sonne. Gelb, ja. Finde ich das ganz cool. Und besser ein bisschen Sonnenschutz als gar kein Sonnenschutz. Auch das ist so meine Einstellung. Wow. Huh, was habe ich jetzt hier umgeschmissen? Ich habe meinen halben Schreibtisch leer geräumt. Okay. Wir haben hier noch ganz schön viele Full-Size-Produkte drin. Und zwar von Dove mit pflegendem Zinkkomplex haben wir ein Deo mit dabei. Zweimal Schutz. Bekämpft Bakterien und reduziert den Geruch. Sehr geil, weil der Geruch oder der Gestank von Schweiß kommt ja meistens tatsächlich durch die Bakterien, die da sind. Ohne Aluminiumsalze, ohne Alkohol, mit Lavendelduft. Auch das 24 Stunden, glaube ich nicht. Nein, nein, Leute, verwendet bitte öfters als alle, nicht nur 24, 48 Stunden. Verwendet öfters als 48 Stunden lang ein Deo. Ne? Ab und an sollte man schon mal irgendwie nochmal nachlegen, glaube ich. Finde ich aber ganz schön. Kommt dann auf jeden Fall auch in meine Backup-Sammlung rein. Aktuell habe ich noch so generelle Sprüher in Anwendung. Das ist ja aus, ja, diese Verpackung, die ich eigentlich selber nicht nachkaufe. Wenn sie in Boxen sind, habe ich sie halt da. Riecht aber nach cremiger Lavendel. Nicht jeder mag diesen Lavendelduft. Ich mag das ganz gerne. Ich habe auch bei uns im Vorbeet sehr große Lavendelbeete mit dabei. Also dazwischen halt auch. Ne? Und das ist immer so eine ganz schöne Geschichte. Hilft meiner Meinung nach oder meines Wissens nach auch gegen Spinnen, Motten und ich glaube auch Mücken hält das so ein Stück weit ab. Genau, das finde ich cool. So ein Deo, ne? Zum Sommer in der Sommerbox kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Dann haben wir hier noch von Cosnature etwas mit dabei. Und zwar ein 3-in-1 Reinigungsschaum Lemon and Melisse. Für normale und Mischhaut. Wow. Reinigt, entfernt Make-up und klärt. Also das ist 150 Milliliter. Das ist mal ein Oschi, ne? Ich würde das tatsächlich dann zum Double Cleansing verwenden. Das heißt, ich schminke mich erst mit einem Abschminkbalsam ab und wasche das dann unter der Dusche runter. Und das hier benutze ich dann nochmal zur generellen Hautklärung on top. Und das finde ich cool. Ich liebe solche Schaumviecher. Es ist ein Traum. Finde ich klasse. Doch, ne? Und hier haben wir auch wieder dieses Limonige, dieses, ja, Zitrische mit dabei, was ja auch so diese Box so durchzieht, ne? Finde ich echt cool. So, what have we now? Wir haben hier noch eine Vitamin C-Tuchmaske, Energy Booster, sofort mehr Glow und 100% mehr Feuchtigkeit, mildert Fältchen, soviel zum Antifaltengedönsen, von Schäbens. Vitamin C, B3 und Hyaluronsäure für alle Hauttypen. Ich glaube, die hatte ich schon mal und die finde ich, also fand ich, glaube ich, richtig gut. Weil irgendwas kommt mir da gerade sehr bekannt vor. Und deswegen, die werde ich auch verwenden, da freue ich mich drüber, finde ich klasse. Ja, und die Schäbens-Tuchmasken, das ist ja auch relativ neu. Die hatten ja damals nur diese Sachets, die auch sehr, sehr gut sind. Die Tücher von den Tuchmasken finde ich sehr angenehm, weil die so seidig auf der, oder samt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie fühlen sich super angenehm auf der Haut an, finde ich. Ne? Deswegen cool, dass es mit dabei ist. Wird dann in den nächsten Tagen seine Anwendung finden. Und ich glaube, nee, noch nicht ganz. Wir haben noch zwei Produkte. Ich muss das Krüppelpapier jetzt immer durchsuchen, denn ich hatte letztens auch schon bei einer anderen Box, ich meine, war das die Brigitte oder nee, oder die Pink Box, da hatten wir nämlich auch exakt diese Brillenkette drin.
Die habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal auch spazieren geführt, zum Beispiel heute, als wir einkaufen waren. Ich finde das klasse, die ist in Rosé Gold und die hat so Perlen dazwischen. Ich finde die richtig schön, aber die wird jetzt weiter wandern, weil ich habe jetzt tatsächlich schon genau die hier. Ich verwende die als Maskenkette, weil das Praktische ist, dass du hier sowohl solche Silikon-Nupsis hast, um das halt durch die Brille zu ziehen, durch die Sonnenbrille zum Beispiel, als auch an der Kette selber diese Haken. Und die kann man richtig schön an der Maske befestigen. Und wenn ich dann zum Beispiel im Büro sitze oder wenn ich shoppen unterwegs, wie auch immer, ich trage ja nicht permanent die Maske. Und sie in die Hosentasche zu stecken, ist manchmal gar nicht so die beste Idee, denn da kann sie ja nicht auslüften. Das heißt, ich nehme dann die Maske ab und dann hängt sie mir einfach um den Hals. Sieht halt aus, als hätte ich so ein kleines Portemonnaie um den Hals, aber läuft. Ich finde das aber eigentlich sehr, sehr cool. Und ich habe auch schon für meine Maskenketten von der einen oder anderen, die mir so begegnet ist, von Kassiererinnen und einfach Leuten, die einfach so neben einem einfach mal so standen, ein Kompliment bekommen, dass es eine pfiffige Idee ist, dass es eine coole Idee ist, dass es eine praktische Lösung ist. Und da habe ich halt auch immer gesagt, ja, man bekommt solche Ketten auch bei DM von Evelyn zum Beispiel und man bekommt sowas halt auch in der Barbara-Box, obviously. Finde ich cool. So, dann habe ich noch ein Produkt, was mega nützlich ist und da freue ich mich sehr drüber, denn jetzt im Sommer creme ich natürlich mein Gesicht noch mal mehr mit Lichtschutzfaktor ein. Man hat aber immer das Problem, dass die Lippen recht ungeschützt sind. Und da hat zum Beispiel Ultrasound etwas herausgebracht. Das ist mit Lichtschutzfaktor 30, Lip Protection in Care, eine Lippenpflege, die halt einen Lichtschutzfaktor beinhaltet. Und das finde ich richtig geil. Und das kann man sich halt über den Tag auch immer wieder nachlegen und so. Klar, jetzt dadurch, dass wenn wir öfters draußen unterwegs sind und die Maske tragen, zum Beispiel beim Shoppen oder in Innenstädten oder so, ist halt natürlich nicht so, dass der Mund dann ungeschützt ist. Aber sonst ist es eigentlich so, auch wenn du am See liegst oder im Garten an Toch bist, dann ist es ganz schön, wenn man sowas hat, was man nachtragen kann. Denn so ein Lippgedönsen zieht A sehr schnell ein und B, finde ich, geht das schneller ab als jetzt im Gesicht zum Beispiel. Weil man redet, man leckt sich über die Lippen oder sonst irgendwas und dann ist es ganz gut, wenn man das nochmal nachlegen kann. Hier finde ich auch Lichtschutzfaktor 30 in Ordnung, weil man das ja immer wieder nachlegt. Ne? So. Hier haben wir tatsächlich den Inhalt der Barbara Box. Ich fand den Inhalt sehr gelungen. Also es war jetzt kein Produkt mit dabei von meiner Warte aus, wo ich sage, das war jetzt so ein Kabuff, Kabam, mega heftiges, krasses Produkt mit in der Box gewesen. Ich finde aber, dass das Gesamtpaket hier sehr, sehr stimmig ist. Weiß ich nicht, hätte ich mir noch mehr für meinen Körper gewünscht. Ich habe ein Deo für den Körper. Ja, das war es eigentlich auch schon, ne? Ja, vielleicht ein bisschen mehr Körperpflege. Aber wir haben ansonsten einen schönen Mix bekommen aus was zu trinken, was jetzt sehr gut passt. Gesichtspflege, Haarpflege. Also ich finde es cool. Das ein oder andere Tool ist auch mit dabei. Das war ein Reim, das musste sein. Und auch das, ne? On top, Claudi. Eskaliert da gerne einfach ein bisschen. Ich sollte Rapper werden. Gangster-Rapper, nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand den Inhalt cool. Ich bedanke mich von Herzen bei dem lieben Barbara-Box-Team für die Zusendung der Box und auch für die Zusendung des Gewinns. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!